Jetzt habe ich alle vier Hütten freigeschaltet, hier auseinander gerupft. Und jetzt kann ich da tatsächlich schon weiter. Das ist gut. Was bist du denn? Eine riesige Kampfmaschine hier. Okay, ich gucke jetzt erstmal hier noch nach Nuggets. Bevor ich weitergehe. Ich schätze mal, die Plattform kann man auch irgendwann hochfahren. Also es sieht so nach Plattform aus. Okay, da hinten sind noch ein paar Fässer, aber sonst war es ja auch schon wieder. War schon wieder über 1000 Münzen, ey. Das ist krass. Wo geht's denn hier hin? Ach so. Okay, die müssen auch erstmal hochgefahren werden. Nee, ich verstehe. Ah, okay. Das sind auf jeden Fall die Dinger, die jetzt hochgefahren wurden. Ich verstehe. Sehr gut, sehr gut. Ach so, alle von diesen Teilen wurden hochgefahren. Ah, das ist noch besser. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die Dinger noch zuschlagen. Auch wenn ich es gerade eigentlich schon gesehen habe. Aber ich habe irgendwie trotzdem nicht mehr daran gedacht, dass sie hier zuschlagen. Ach. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Um ehrlich zu sein. Okay. Dann geht es hier schon weiter. Okay. Das Level kann auch eigentlich gar nicht mehr angehen. Ich meine, das ist schon relativ lang. Was haben wir da oben? Sandy und ihr Kampf gegen die magische Miesmuschel. Keine Ahnung. Okay. Ich erinnere mich jetzt auf jeden Fall gleich noch an eine Stelle, wo ich halt diese komischen Seerosenteile da plätten kann. Mit einer speziellen Medaille. Und auf diese Stelle warte ich eigentlich nur noch. Und das war auch, soweit ich weiß, das Ende. Und da war noch ein Lunchbox. Das sind noch so kleine Sachen, an die ich mich erinnere. Das schimmert noch so durch. Deswegen sage ich ja auch, dass das auf keinen Fall ein Blind-Projekt ist, sondern eher so ein Half-Blind-Projekt. Ja, das sieht eigentlich... Doch, ich glaube, das ist das. Doch. Das ist das. Genau, jetzt habe ich hier diese Karate-Power, glaube ich, ne? Genau, jetzt habe ich die Karate-Power und kann diese Dinger töten. Und das mache ich jetzt auch. Das muss ich ja sogar tun. Außerdem geben sie mir Money. Und das kann ich auch rauchen. So. Okay. Wir sind schon recht weit gekommen. Natürlich ist es nervig, dass man immer wieder zum Anfang zurück muss, aber okay. So ist es halt. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Aber ich muss schon sagen, bisher ist es sehr schwer, hier Leben zu verlieren. Ich meine, man findet recht viele und so schwer ist es jetzt auch nicht, dass man so viele Leben verlieren muss. Aber okay, wie gesagt, das ist auch eher so ein Spiel für Kinder. Wie eigentlich jedes SpongeBob-Spiel. Auch wenn ich nicht bezweifle, dass es teilweise schwer sein kann. Da werden sicherlich noch einige Szenen kommen, die nicht gerade leicht sind. Unter anderem auch eine Sidescroller-Passage, an die ich mich noch erinnere. Oder ich bin im falschen Spiel, das kann auch sein. Das habe ich nämlich schon bei meinem Let's Play zu Crash Insanity gesagt. Also entweder kommt das jetzt hier vor oder gar nicht in diesem Spiel. Sondern in einem PlayStation-Teil. Ja, also ich weiß nicht, es gibt glaube ich noch ein Wii-Spiel sonst für SpongeBob. Außer Eiskalt, Entwischt und Atlantisches Abenteuer. Das habe ich aber nicht. Und es gibt noch SpongeBob-Spiele für die PlayStation. Dazu zählen, also die ich jetzt habe, SpongeBob-Film ab. Es ist aber jetzt kein wirkliches Abenteuerspiel hier wie sowas. Sondern was komplett anderes. Noch Mann! SpongeBob, du! Du bist blöd. Ach komm, auf die eine scheiße ich jetzt, ganz ehrlich. Das sehe ich jetzt nicht ein. Wieso? Nö. Dann gibt es noch die Schlacht um Bikini Bottom. Die gibt es, glaube ich, auch für die PlayStation. Naja, habe ich jedenfalls nicht. Ich habe es nur für den PC und das ist was völlig anderes. Wie heißt das andere nochmal? Kreatur aus der großen Krabbe. Und dann gibt es noch die sogenannten SpongeBob and Friends. Wie zum Beispiel Angriff der Spielzeugroboter oder so. Irgendwie so war das. Und Inferno-Insel und SpongeBob and Friends durch dick und dünn. Das sind jetzt so drei Spiele, die ich auf jeden Fall noch kenne. Ich sag mal, das sind so Nickelodeon-Charaktere. Das sind jetzt nicht nur SpongeBob und Friends, sondern das sind auch sowas wie Danny Phantom oder hier Cosmo und Wanda. Jimmy Neutron. Ich weiß gerade nicht, da war noch irgendwas. Das sind noch nicht in allen SpongeBob und Friends Spielen immer die gleichen. Also aus den gleichen Spielen die Charaktere vorhanden.
Aus irgendeiner Serie waren noch welche da. Ich weiß es nur gerade nicht. Ich weiß es ehrlich nicht, also okay. Wieder eine Tiki-Dingens, okay. Okay. Bisher habe ich zwei Tiki-Herausforderungen gesehen. Das ist sehr interessant. So, jetzt muss aber bald echt Ende sein, weil das, woran ich mich noch an aus diesem Level erinnere, ist jetzt hinter mir. Irgendwann muss ich mal zu Sandy kommen, schätze ich mal. Daran erinnere ich mich. Doch. Daran erinnere ich mich. Ah, das ist ein Endgegner, schätze ich mal. Oder? Halte nach den kleinen Zielen bei dem gelben Uber. Bei den gelben Bots Ausschau. Okay. Okay. Werde ich versuchen. Ob der Versuch erfolgreich ist, ich weiß es nicht. Finde und greife die Schwachstelle an. Wenn du überhaupt Schaden verursachen willst. Ja. Ja, was soll ich? Ach so. Ich verstehe. Der verschiedene Angriffsmuster und ich muss warten. Sag mir das doch. Naja, okay. Ist eigentlich bei jedem Endgegner so. Was bilde ich mir auch ein? Und zack. Jetzt haben wir jede Attacke einmal benutzt. Das ist schön. Ja, ich weiß doch, wie der Boss funktioniert. Du musst mir nicht mehr Tipps geben. Oh. Das war nicht so gut. Ach, komm schon. Mensch. Du warst doch fast wieder am Kopf in den Sand stecken. Ja, sag mal. Steckst du noch mal deinen Kopf in den Sand? Danke. Komm, zeig deinen Arsch. Wunderbar. Ende. Das war's mit dir. Gibst du mir ein Item? Ah, Sandy. Okay. Was passiert jetzt? Ist es jetzt... Ja! Die Musik sagt mir, das Spiel ist zu Ende. Wunderbar. Was ist das denn? Ein Krug? Naja, okay. Kann ich irgendwie noch zu Sandy oder so? Ich will es nicht probieren. Das Wasser tötet mich bestimmt. Was sage ich noch? Ich wollte es auch nicht versuchen, um ehrlich zu sein. Ey! Bullshit. Ich wette, ich darf den noch mal besiegen. Wetten? Wetten wir? Alles nur, weil ich ins Wasser wollte. Ach, Mann. Wieso versuche ich es auch? Wieso versuche ich es auch? Ich bin selber schuld. Ich sehe es ein. Boah, ist mir heiß hier. Boah. Wieso versuche ich es? Ich bin so blöd. Ich wollte es ja auch im Endeffekt dann gar nicht mehr versuchen. Weil ich mir schon gedacht habe, dass ich mich das tötet, aber... Naja, ich bin dann irgendwie runtergefallen. Weil ich die Kamera drehen wollte, by the way. Weil die ja so scheiße justiert war. Ja, komm. Und nochmal. Und Arschtritt. Dann werde ich jetzt gleich direkt das Item einsammeln und es erst gar nicht darauf ankommen lassen. So, und nochmal. Und nochmal. Und in den Arsch treten. Das war's, Junge. Das war's. Da oben komme ich auch nicht hoch, ne? Nee, okay. Dann kann ich jetzt offensichtlich endgültig nichts mehr tun. In diesem Level. Bevor ich es verlasse. Und dann irgendwann wieder betrete. Ich weiß auch nicht, wie viele Level es gibt. Ich wollte es einfach nicht. Genauso wenig, wie ich halt weiß, wie lange sich das Let's Play hinziehen wird. Okay, was ist denn das jetzt? Ja. Doktor, ich bin homosexuell. Regenbogen. Sandys Glaseistee. Okay. Tiki-Herausforderung und Teleporter freigeschaltet, okay. Ein Gegenstand und eine Lunchbox, okay. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Das müsste eigentlich ganz in Ordnung sein. Naja. Also, welchen Laut geben Schnecken in SpongeBob-Welt von sich? Ein Miau. Jedenfalls, was wollte ich sagen, genau. In der zweiten Folge, also nicht Meeresbodenpflege und nicht Aushilfe gesucht, sondern die andere Folge, wo ich gerade nicht mal weiß, wie es heißt. Da wird ja vorgestellt, wie SpongeBob Sandy trifft.
Es war ja auch, da war Sandy auch im Kampf mit so einer Muschel verwickelt. Naja. Haben sie ein bisschen ausgeschmückt, aber es bleibt trotzdem an die Serie gebunden. Das finde ich schön. So, jetzt haben wir hier fast alles. Hier fehlt auch noch der schlafende Patrick. Weiß ich auch nicht, wo der ist. Muss ich dann sehr wahrscheinlich später mal herausfinden. Level Auswahl, erster Akt. Okay. Ich glaube, es gibt vier Akte. Ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich glaube, dass es so wenig gibt. Okay, hier kann man die Gesundheit verbessern. Und ich glaube, Kleider kaufen, ne? Genau, man kann Kostüme kaufen. Das finde ich auch sehr schön. Ich glaube, da kaufe ich direkt mal ein paar. Okay, man kann für sehr viele Kostüme kaufen. Erstmal für SpongeBob. Ach komm, große Krabbe-Uniform hier, komm. So. Patrick, nee, will ich gerade nicht. Sandy will ich gerade auch nicht. Ich will, nein, Mr. Krabs und Gary. Weil das meine Lieblingscharaktere in SpongeBob sind. Was kriegt er denn? Was ist das denn hier? Habe ich mir gedacht. Hier so Hotelierskleidung. Und Gary, ach komm, hier winterliche Kleidung. So, sehr schön. Ach nein, nein, Moment. Ich muss auch noch, diese Kostüme anklicken, damit die aktiviert sind. Sprich, ich muss bei Mr. Krabs noch das hier anklicken, damit es aktiviert ist. Okay. So, jetzt versuchen wir mal, die beiden zu finden. Mr. Krabs ist, glaube ich, gar nicht hier. So, gehen wir mal nach oben. Mal gucken, ob Gary die Winterkleidung anhat. Ja, sehr schön. Das ist schön. So, es gefällt mir. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt als nächstes kommt. Patrick will angesprochen werden, aber hier war doch auch irgendwas, ne? Kennst du das Gefühl? Alle Bronzen-Glücksobjekte. Okay. Jetzt bin ich in der Küche. Okay, ist hier das Quallenfischernetz vielleicht? Sieht ja jetzt nicht so danach aus. Na, hier ist erstmal ein Leben. Ja, damit. Wie viel habe ich jetzt? Boah, 35 ist das krass. Kann ich die irgendwie... Nö, okay. Ich kann sie nicht kaputt machen, die Teile. Weil ich hier keine Waffen einsetzen kann. Ah, aber Verbesserung, okay. Okay, hier gibt es dann natürlich auch noch jede Menge Gegenstände, die ich freischalten kann in den verschiedenen Leveln. Okay, dann geht's weiter bei Patrick, aber nicht jetzt. Nee, für heute reicht erstmal die erste Session von Eiskalt Entwischt, SpongeBob's Eiskalt Entwischt. Ja, hat mir auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, was das Spiel noch so für mich bereithält an Akten. Hier auf jeden Fall jetzt erstmal das letzte Level in Akt Nummer 1. Ich weiß nicht, ob es immer 3 Level sind. Ich glaube, einmal sind es auch 4 Level, aber naja. Ferne Erinnerung. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Und hoffe auf jeden Fall mal, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls Spaß, genauso wie ich. Ja, wie gesagt, hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Crash. Bei Zelda, bei Layton könnt ihr natürlich auch mal gerne vorbeischauen. Aber... natürlich auch hier, wenn es weitergeht bei SpongeBob's Eiskalt Entwischt. Ja, also wie gesagt, ich mache hier die 100% Challenge. Dazu gehören dann auch die ganzen Sammel-Items und hier die ganzen Sachen, die man hier freischalten kann. Also ich will hier alles verbessert haben, alle Items gekauft haben und so weiter. Natürlich gesammelt haben. Und dann diese ganzen Lunchpakete aus der großen Krabbe. Die will ich hier auf dem Fernseher dann angucken können. Die, ja... Sammelgrafiken oder wie auch immer man die da nennt. Okay, also ich beende jetzt hier die Session. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.